Acht junge Kabarettfeger stürmten die Bühne des Stuttgarter Renitenztheaters und wirbelten dabei mächtig Staub auf. Beim renommierten Wettbewerb des Kabarettfestivals um die Stuttgarter Besen. Wir präsentieren Ihnen jetzt das Beste der Besen. Das Beste, was die junge Kabarettszene zu bieten hat. Die Gewinner des Silbernen und des Goldenen Besens. Ah, danke schön. Schönen Abend. Ich habe gerade so Ärger mit meiner Frau. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Also gut, ich habe ihren Geburtstag vergessen, aber ich habe es ja selber gemerkt, weil ich habe schon zweimal hintereinander gehabt und sie noch gar nicht. Und da sage ich zu ihr, du Liebling, schau doch mal bitte in deinem Terminkalender, kann das sein, dass du deinen Geburtstag vergessen hast? Sie reagiert ganz komisch, sie kriegt Tränen in die Augen. Ich sage, was ist los? Ist was mit dem Hund? Schmeißt sie einen Teller runter, den sie in der Hand hat, läuft bei der Tür raus, knallt die Tür zu. Ich konnte gerade noch hinterherrufen, war das jetzt ein Ja oder ein Nein? Also ehrlich gesagt, ich wüsste sowieso nicht, was ich schenken soll. Das ist ja schwierig heutzutage, da hat ja jeder alles. Der Sohn vom Hofbauer Manfred, mein Nachbar, Kindergartenkind, aber Mountainbike mit 21 Gängen, okay, aber mit Stützrädern. Ich hatte in dem Alter kein Fahrrad. Ich hatte andere Kinder, die haben Fahrradfahren gelernt. Da ist der Papa hinterhergelaufen und hat das Fahrrad festgehalten, damit die nicht umfallen. Ich hatte gar kein Fahrrad. Ich musste das zu Fuß lernen. Ja, mein Papa ist hinter mir hergelaufen und hat mich von Seite zu Seite umgeschmissen. 21 Gänge. Gell? Warum? Weil es billig ist. Gell? Hat made in China. Aber wenn man fragt, gell, wie machen denn die Chinesen das? Dann sagt man, ja, das interessiert mich gerade so, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Gell? Aber das kann man gar nicht mehr sagen. Ja, weil die Chinesen pflanzen ja gar keinen Reis mehr an. Die Chinesen, die arbeiten für uns. In Fabriken ohne jeden Umweltstandard, stellen die Sachen her, die wir billig kaufen, weil wir ja nicht blöd sind. Ja, aber der Chinese ist auch nicht blöd. Ja, der macht das so lange in seinen Fabriken ohne jeden Umweltstandard, bis bei uns das Klima so warm ist, dass wir für ihn den Reis anbauen können. Ja, aber so, Moment, so einfach ist das nicht. Ja, wenn das Klima wärmer wird, ne, dann schmilzt das Eis an Nord- und Südpol, der Meeresspiegel steigt, ne, was wieder ein humanitäres Problem ist, wegen Holland. Ja. Aber dass man zwar kürzer zum Meer hat, aber die Tulpen teurer werden. Also, wir können dann für Klimaschutz, ne, denn so viel E10 super können wir gar nicht tanken. Die Chinesen dann, ne? Ich traue dem sowieso nicht. Ne? Ich bin letzte Woche bin ich von Stuttgart nach Köln gefahren, 4-mal auf die Toilette. Ich weiß nicht, ob das an dem neuen Super lag. Jedes Mal Sanifair Toilettenoase. Ja? Jedes Mal 70 Cent bezahlen, nur damit man mit Vogelgezwitscher im Hintergrund pinkeln kann. Ja, da kriegt man dann so einen Zettel dabei. Da steht drauf dann, Wertbon, nebendran auf Englisch, was wesentlich ehrlicher ist, Wucher. Und kann man dann. Kann man im Shop nebendran einen unglaublich überteuerten Kaffee kaufen. Klar, damit ich gleich wieder aufs Klo muss oder was. Nee, ich meine, wenn der Meeresspiegel steigt, dann muss ich halt Greenpeace auch mal was einfallen lassen, oder? Ich hätte schon eine Idee. Ich habe mir gedacht, vielleicht, dass man die Blauwale alle rausfischt. Ja, diese großen Tiere brauchen ja unheimlich viel Platz. Und das weiß man ja, wenn ein dicker Mensch aus der Badewanne steigt, ne, dann sinkt ja auch der Wasserspiegel wieder.
Ja, wissen Sie, ich sag so, na, wenn die Natur hier mit uns leben will, dann muss die sich halt auch anpassen. Ich muss mich auch anpassen. Wenn man in einer festen Beziehung ist und wenn dann noch Kinder da sind, dann muss man sich auch anpassen. Aber das ist auch nicht einfach. Vater sein ist nicht einfach, gerade als Mann. Ich war letzte Woche mit meinem Sohn am Spielplatz, das ist peinlich. Ich stehe da rum, der hört nicht auf mich, weil ich bin ja nur der Papa, hat keinen Respekt vor mir, weil der macht alles seiner Mutter nach. Wenn ich nach Hause will, muss ich 100-mal rufen, da so, Elias, Elias, Elias. Das einzige Druckmittel, das mir dann noch eingefallen ist, war, Elias, die Mama schimpft mit uns. Hey, was ist aus mir geworden? Nee, ich sag, die Mama schimpft mit uns und ich habe tatsächlich Angst. Ja, man ist halt verunsichert heutzutage. Gell? Also, obwohl es ja diese ganzen Beziehungsratgeber gibt, aber da liest man dann so, ne, so multiple Orgasmen bei der Frau. Die meisten Männer bringen doch nicht mal ihre Katze zum Schnurren, wenn sie sie streicheln. Ja, da sorgen sie mal wieder für knisternde, erotische Stimmung. Ja, wie denn? Ja, wenn der Sohn im Elternschlafzimmer mitschlafen darf, weil es so praktisch ist, ich jeden Abend vorm Einschlafen eine halbe Stunde Benjamin Blümchen mithören muss. Unser Sexualleben ist sowieso am Tiefpunkt. Ich letztes Mal beim Orgasmus versehentlich statt ihrem Namen Töre gerufen habe. Sorgen Sie mal wieder, ne? Sorgen Sie mal wieder für, ne? Aber wie es in der Praxis aussieht, das schreiben die ja nicht. Ne? Wenn es Probleme gibt, wenn nicht alles glatt läuft, wenn zum Beispiel jemand krank ist. Gell? Weil meine Frau ist nicht ganz gesund, sie hat eine Krankheit, sie hat eine Allergie, also sie bekommt Migräne, wenn ich sie anfasse. Und sagt sie mal, ich würde viel lieber mit dir reden und dann rede ich mit dir, weil das ist auch wichtig. Und ich versuche offen zu sein und ich versuche Gefühle zu zeigen, die ich weder habe noch verstehe. Und bis wir uns dann hinlegen und sie schläft immer gleich ein und träumt wahrscheinlich, wovon alle Frauen träumen, vom Prinz auf dem weißen Ross, diesem Arschloch. Und ich liege daneben und zähle leise meine Minderwertigkeitskomplexe. Ich lese wieder in diesen Zeitschriften, diese Beziehungs, ne? Lese gerne Statistiken, so. Aber es hilft auch nicht immer. Durchschnittlich haben die Deutschen pro Woche 2,5-mal Sex. Gell, durchschnittlich. Gell, durchschnittlich, das heißt ja, wenn jemand weniger hat, ne, dann muss jemand anders ja entsprechend mehr haben. Sonst also stimmt ja der Durchschnitt nicht mehr. Ne, da fragt man sich doch, wer vögelt da eigentlich für mich mit? Zweieinhalb Mal. Die Männer lachen da immer, sagen, typisch Statistik, wie hat man ein halbes Mal Sex? Aber die Frauen wissen schon, was gemeint ist. Ich bin da noch ganz anders erzogen worden. Ne? Wir hatten noch Werte. Meine Mama immer so in der Erziehung. So, iss deinen Teller auf, sonst wird das Wetter morgen schlecht. Das waren noch. Oder wenn du dich untenrum anfäst, dann stirbt irgendwo ein kleines Kätzchen. Also,
Wir mussten ja auch noch regelmäßig zur Beichte. Katholische Schulklasse, zweimal im Jahr geschlossen zur Beichte marschieren. Wir waren unschuldige Kinder. Wir hatten oft gar keine Lust mehr zu sündigen, aber wir mussten halt, weil morgen ist Beichte. Ich wünsche mir, dass wieder diese Geraden, diese... Was man sich... Ich habe schon überlegt, ob ich nicht zum Chinesen gehe. Religiös. So Buddhismus. Weil die haben noch, ne? Diese unglaubliche Weisheit, weil die von klein auf diese Glückskekse essen. Und die Gelassenheit. Bei uns im China-Restaurant, da ist eine Buddha-Statue, der grinst immer. Es ist egal, wann sie kommen, der grinst. Wahrscheinlich weiß der, was im Essen wirklich drin ist. Die Chinesen sind da anders. Bei denen hätte es auch den Sündenfall nicht gegeben. Wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, die hätten den Apfel nicht gegessen. Die hätten die Schlange gefuttert. Aber ich denke schon nach über so Sachen. Ich hatte ja vor 2 Jahren eine Nahtoderfahrung, ein Nahtoderlebnis beim Zahnarzt. Karies, der wollte mir eine Spritze geben. Also der wollte direkt mit dem Metall in das Zahnfleisch hineinstechen. Und da hat sich meine Seele vom Zahnarztstuhl erhoben. Ja, aber das war so intensiv, dass die praktisch den Körper mitgenommen hat. Also ich hing da praktisch an der OP-Lampe, neben mir der Zahnarzt. Und das war alles ganz klassisch, genau so, wie man es immer erzählt. So das helle Licht, die weiße Gestalt und... Da wusste ich, wenn du da wieder runterkommst, da kannst du nicht mehr so weiterleben wie bisher. Da musst du mindestens 2 Dinge in deinem Leben ändern, radikal. Erstens, du musst dir regelmäßig die Zähne putzen. Und zweitens, du musst dich versöhnen mit deinen Mitmenschen, weil es kann so schnell vorbei sein. Deswegen habe ich meiner Frau jetzt einen Entschuldigungsbrief geschrieben. Also eigentlich einen Liebesbrief, weil ich habe es richtig schön mit Hand geschrieben alles und romantisch halt. Also die Vorlage schon aus dem Internet abgeschrieben, aber 2000 Briefe für jede Gelegenheit. Ja. Nur am Schluss dummerweise nicht aufgepasst und habe versehentlich mit Max Mustermann unterschrieben. Ja, also... So ist das im Leben. Ne? Da möchte man alles richtig machen und am Schluss kann man sich doch nur entschuldigen. Ne? Bei seinen Mitmenschen, bei der Umwelt, bei Gott und bei den vielen, vielen, vielen toten kleinen Kätzchen.